habe noch keine Kamera und noch keinen Ton von dir.
Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever. Heute ganz speziell mit einem Gast aus Zürich, aus der Schweiz, wo eigentlich einen sehr guten Namen sich erarbeitet hat die letzten x 10, 20, 30 Jahre. Wir werden es hören, wie lange er dabei ist. Ein Meister von sehr einem bekannten Stil, einem Kung-Fu-Stil. Und ich hoffe, das Interview wird für dich sehr interessant werden. Und ich hoffe auch sehr, dass du Fragen stellen wirst, damit wir möglichst viel von diesem Interview profitieren können. Ich habe mit mir Grossmeister Mike Felder. Er wird sich gerade selber noch ein bisschen besser vorstellen, wie er da zu dieser Kampfkunst gekommen ist, wie lange er das schon macht und woher das Ganze kommt. Aber wir fangen klein an, Schritt um Schritt. Ich habe mit Mike ein Zoom-Meeting, bin mit ihm so verbunden und ich hoffe, dass du so optimal kannst profitieren davon. Wir fangen gerade an mit der ersten Frage, die Sie von Mike Felder sicher sehr gut beantworten können, weil es geht ja um ihn, um seine Person. So, Mike. Kampfsport kommen, zum Kampfkunst kommen. Lieber Sie von Martin Sever, schönen Abend. Ich begrüße dich. Zu deiner Frage, ich bin zu der Kampfkunst gekommen durch einen Schulkollegen von mir. Der war aktiv im Wing Chun Kung Fu. Und das hat mich begeistert, seine Selbstsicherheit, sein Auftreten, seine Gelassenheit. Und so in meiner Jugendjahre hinein, ich fand, es würde mir sehr gut tun, eher ein bisschen in die Richtung zu gehen, als da so ein bisschen das Wilde und das unkontrollierte Strassenkämpfer ist, wo man doch zu unseren Zeiten auch bereits dahin und da wieder mal konfrontiert worden ist damit. Wann ist denn das gewesen? Wie viele Jahrzehnte bist du jetzt schon in dieser Kunst drin? Ja, das ist eine Weile her. Ich bin nach Taiwan gereist, das erste Mal, in den 88er Jahren. Ich habe mit meinem Freund das in den 87er, in den 86er Jahren dort, haben wir uns kennengelernt. Und ich habe natürlich sehr viel profitiert von seinem Wissen. Er ist dort schon lange dabei und sehr tief in der Materie eigentlich schon drin. Und durch das, dass wir eine Freundschaft haben, haben wir natürlich in der Freizeit viel Zeit miteinander verbracht, darüber zu reden, das anzuschauen, uns einzelnen Techniken zu widmen. Und so knapp nach einem Jahr, anderthalb, habe ich dann gesagt, okay, da investiere ich mehr Zeit rein, da schaue ich mal, ob ich nach Taiwan reisen könnte, zum Sifu Luang kommen, wer sich würde Zeit nehmen für mich. Und so ist das eigentlich dann, der Anfang ist das so entstanden. Wie ist das so gewesen für dich? Du bist ja, wie ich auch, Westler. Und dann so der Kontakt mit einem chinesischen Grossmeister. So, wie ist das gewesen für dich? Sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Ich habe natürlich auch zu diesen Westlern gehört, die viel gemeint haben. Das ist einerseits die Information, die wir da hatten, zu selber Zeit sehr schlecht. Und die Mehrheit davon hat gar nicht gestorben. Das hat sich bezogen vielleicht auf Peking selber, auf das ganze Städtliche, aber auf Taiwan so überhaupt nicht. Das heisst, das Kommunistische, was man erwartet hat, das hat man nur gespürt am Flughafen oder wenn man auf Bank ist. Im Leben selber mit den Leuten, im Umgang mit den Leuten, im Ganzen überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist sehr herzlich zu und her gegangen. Man ist gern begleitet worden überall hin, man hat die Sachen vorgestellt, man ist so ein bisschen angeführt worden. Und das ist aber ein bisschen exzessiv zum Schauen, wie man reagiert, habe ich dann gemerkt. Es ist nicht nur einfach zu sagen, ja, wir helfen dir etc., sondern ich war ja bei Lohmann Kamm daheim, ich habe bei ihm gelebt. Ich war also nicht in einem Hotel oder so. Und durch das ist dann natürlich eins zu eins. Man kommt dann 24 Stunden mit rüber. Und es ist darum gegangen, dass man den wilden, unwissenden Weise auch ein bisschen behütet, dass es da keinen Landschaftsschatten gibt. Oder? Das habe ich natürlich erst mit der Zeit gemerkt. Ich bin da wirklich ein Fettnäpfchen nach dem anderen hineingetrampelt und habe schnell realisiert, ich muss Chinesisch lernen, weil ich bin dort abgegangen, gesagt, ich wollte Kung Fu lernen aus therapeutischen Zweck, wegen meinem Körper. Und das allein ist es eben nicht. Es gehört dort mehr dazu. Das ist mir dann ziemlich schnell bewusst worden. Wenn man aber dann dort unten ist und sagt, ja, ich bin da wegen Kung Fu und jetzt muss ich auch noch Chinesisch lernen, dann ist das einfach ein bisschen viel. Und wir haben wirklich den ganzen Tag trainiert.
es ist dann in die Richtung gegangen, dass wir am Abend auch noch zusammen gekocht haben, weil er sagt, ja, Kitchen-Kung-Fu, du musst auch wissen, wie essen wir, was ist richtiges Essen, was ist gesundes Essen. Und das sind natürlich dann all die Facetten dazu. Also es ist nicht nur ums Wing Chun, ums Kung-Fu, ums Bewegungen selber gegangen, sondern wie erlebt man es. Und da habe ich nichts darüber gewusst, nichts. Ich habe alles nur gemeint. Und die Meinungen, die sind natürlich gänzlich falsch gewesen. Die habe ich dann dürfen Stück für Stück korrigieren. Da hat es viele Sachen gegeben, die ich peinlicherweise ein Jahr später zu ihm angegangen bin und gesagt, sag mal, weißt du noch, magst du erinnern, vor einem Jahr, das und das? Dann sagt er, ja. Sag ich, gell, so und so ist es eigentlich. Dann sagt er, jawohl. Ich dachte, ja, Entschuldigung, sorry, so peinlich. Er hat mir das aber nie vorgeworfen. Er hat auch nie im Moment, wo so Sachen vor sind, gesagt, da bist du jetzt ins Fettnäpfchen getrampelt, sondern er hat mich weiter, mich sein lassen und geschaut, ob ich es realisiere. Gehe ich darauf ein, fühle ich es, merke ich es, bin ich auch bereit, das an mir zu ändern und mich den Gepflogenheiten anzupassen. Und das war selbst die beste Lehre von allen. Ja. Magst du so eine Fettnäpfchen, so eine Fettnäpfchen-Story erzählen, mit uns teilen? Irgendetwas, was vielleicht ganz besonders interessant ist? Also etwas, was ich heute noch anwende, das ist natürlich das mit dieser Schale Reis, die man beim Essen auf dem Tisch hat. Ich habe trainiert, ich habe mich bewegt, ich habe Hunger gehabt. Ich habe mich auf das Reis gestürzt, wie ein Bär auf den Honig. Und wenn wir dann auswärts sind gegessen, ist natürlich so, dass ich dachte, ja, ich kann nicht ein anderes Zeug wegessen. Also dann esse ich mehr vom Reis. Und habe natürlich dann recht Reis geschöpft. Und das ist mir dann aufgefallen, als er sagt, bevor es losgegangen ist, er isst dann im Fall 5 bis 7 Schalen Reis. Und dann habe ich gedacht, ja, das sagt er halt einfach so. Nicht? Wo wir anderthalb Jahre schon zusammen waren, habe ich realisiert, das Reis lässt man stehen. Vor allem, wenn man auswärts eingeladen ist. Weil das Reis ist das Brot. Und wenn ich das Reis esse, heisst das ja eigentlich, das Brot ist besser als das, was du gekocht hast für mich. Und ja, das... Darum hat er natürlich gesagt, der isst im Fall dann 5 Schalen Reis. Es wird kaum etwas mit eurem Essen zu tun haben. So, der isst einfach 5 Schalen Reis, das ist immer weissen. Oder? Er kennt die Anstandsregel halt wirklich nicht. Und da bin ich dann zum Umgang gesagt, du, das Reis lässt man eigentlich stehen. Er sagt, ja, das ist für die Soße. Das ist nicht runtertröpfeln und so. Und ich sage, ja, das Reis lässt man aber stehen, das isst man gar nicht. Das ist ja Beleidigung. Und dann schaut mich so an, du isst ja immer 5 Schalen Reis. Das ist natürlich von dort weg gestrichen gewesen. Wenn wir auswärts sind gegessen, dann habe ich das Reis nur noch angeschaut und habe das andere gegessen. Okay. Ja, das sind so die Erfahrungen, die man dann so mal mit der Zeit macht. Und so rein technisch im Kung-Fu-Unterricht, wie war denn das gewesen? Weil der Westler, der hat ja immer das Bild, wie dann der Unterricht wird sein. Und wie ist es dann wirklich gewesen? Ja, das ist, ich habe es mehr so ein bisschen militärisch erwartet. Wie man das so ein bisschen kennt, halt, das tak. Und da habe ich feststellen, schon den ersten Tag, das ist sehr persönlich, es ist sehr individuell. Also ich bin da gerade mal abgefahren worden und ins Enkel gestellt worden. Ja, sehr anständig, muss ich sagen, sehr laut auch. Und dann gibt es dann die zwei Möglichkeiten, entweder man packt seine Sachen, geht wieder heim, oder man sagt, jawohl, ich gehe da durch. Der wird es wissen, warum das mit mir so umgeht. Er ist der Lehrer. Und das ist eine schöne Anekdote, die es hier gegeben hat. Ich habe ja mit meinem Freund zusammen schon vortrainiert. Ich habe schon ein bisschen Formenkenntnis gehabt. Und dann bei der zweiten Form habe ich den Abschluss schon gehabt. Ich habe gewusst, also ich habe gemeint, ich wüsste, wie das geht. Und dann kommen wir natürlich auch dort hin. Und ich habe dann die 2-3 Tage vorher immer das Gleiche gemacht, 5-6 Stunden. Wir haben am Morgen von 9 bis um 12 Uhr trainiert, Formen, dann am Nachmittag von 2:30 weg bis um 5 Uhr, so um das herum, auch Formen und ein bisschen Partnerübungen. Und Schiss auch schon am Abend gemacht worden, dann 2-3 Stunden. Und wie es so ist, wenn ich schon 2-3 Tage meine Formen gemacht habe, immer das Gleiche, oder 3-4-5 Stunden, dann ich dachte ich so, jetzt mache ich den letzten Satz, den kann ich ja schon. Dann sieht er, ich kann es und dann machen wir vielleicht weiter. Ne? Und streng mich natürlich an und zeigt das schön vor und macht das 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Dann kommt der Nachmittag, dann haben wir Partnerübungen gemacht, am nächsten Morgen wieder. Dann stehe ich wieder an und sage, so, jetzt zeige mir, dass ich das natürlich schon kann. Und mach's, oder? 2 Stunden, 3 Stunden, okay.
Tag geht wieder vorbei. Nächsten Morgen wieder. Ich stehe an, wie das Gleiche. Der kommt, er schaut mich so an. Und er ist den vorigen Tag einmal an mir vorbeigelaufen, hat mich angeschaut, hat meine Bewegungen angeschaut, läuft vorbei. Dann wieder, schaut mich an. Wrong. Ich so, was? Falsch. Er so, ja. Ich so, ja, aber jetzt läufst du den dritten Tag an mir vorbei und jetzt, wenn du sagst, das ist falsch, dann sagt er, ja, ich kann dir das nicht zeigen. Wenn du Zeit hast, zum falschen Zeug zu trainieren, dann mach das. Und von dort weg habe ich stur nur noch das gemacht, was er mir gezeigt hat, so lange, bis er kommt und sagt, jetzt machst du etwas anderes. Und wenn das 3 oder 4 oder 5 Tage gegangen ist, da bin ich total stur durch, weil ich gesagt habe, nein, dort abreisen und dann noch Zeit verschwenden, auf keinen Fall. Das ist mir einmal passiert, nie mehr wieder. Ja, das erinnert mich auch an Storys, die ich erlebt habe. Also es ist gar nicht so weit weg. Wie war es denn so für dich gewesen? Weil wir haben ja manchmal so das Gefühl, weißt, die systematisierte Lernmethoden und so, hast du das so erlebt gehabt? Wir haben ja manchmal das Gefühl, das sei das Einzige. Und wir haben ja auch das Gefühl im Westen, dass es dann so richtige Stufen und Abschnitte gibt. Hast du das so erlebt? Jein. Wir sind natürlich schon dran, wir haben die Einstellung, ja, wir trainieren viel, wir investieren viel Zeit drin, da kommen wir dementsprechend auch vorwärts. Wir machen Zielsetzungen auf Zeit. Das machen sie gar nicht. Das gibt es ja nicht. Wir haben das hier schon, wir haben jemanden, der einem unterrichtet, dem Sinn. Wir haben das gewohnt, wir haben einen Platz, wir haben einen Ort, einen Garten, was es auch immer ist, wo man sich trifft, wo man gelernt wird zum Unterricht und dann ist man happy. In welcher Zeit, dass ich dann vorwärts komme, das ist am Lehrer sein Problem. Da muss ich mir als Schüler ja keinen Zwang daraus machen. Wir Westler machen das aber ständig und setzen uns noch ständig unter Druck dabei. Und sind dann nicht einmal zufrieden, wenn man das Ziel dementsprechend erreicht. Das heisst, wenn ich hart trainiere und viel Zeit in etwas investiere, heisst es noch lange nicht, dass ich es dann auch wirklich kann. Wenn es nicht im Gefühl drin ist, kann ich es 2, 3 Jahre trainieren. Und ich kann es nicht. Und das ist schon halt der Ding, wo ich dann merke, es gibt Leute, die trainieren, die machen und tun, aber es bleibt stumpf, es bleibt gefühlslos. Sie wissen dann zwar, wie es geht, und sie können annähernd auch die Sachen ein bisschen, aber es ist gefühlslos. Und dann ist es ein Tod-Kung-Fu. Und das ist mir sehr schnell beigebracht worden. Es gibt Tod-Kung-Fu und es gibt lebendiges Kung-Fu. Und dort habe ich dann schon gesehen, dass die Leute, die halt den Kopf nicht in die richtige Richtung haben und mehr in die Richtung gehen, halt, ja, ich drehe ab und dementsprechend komme ich weiter. Die rennen dann einen Tod-Kung-Fu hinten rein. Die kommen dann das Zeug auch über, die sollen fertig machen. Ich hatte ein schönes Beispiel von einem, der unmöglich war. Der hat sich kaum integriert in unsere Trainingsgruppe. Er hat sich wirklich komisch aufgeführt. Und wir haben dann schnell mal gesagt, ja, mit dem trainieren wir nicht gerne oder wir trainieren nicht mit dem und so weiter. Und dann ist er eines Tages an und hat dem Sachen von der Bartschung da gezeigt, vor uns. Obwohl wir alles gefühlt haben, der ist noch lange nicht reifen, das. Dann bin ich natürlich dann irgendwann zum Nahen und habe gesagt, du, wie machen wir jetzt das? Wie sollen wir das anschauen? Da, ich und Michael und die viel trainiert haben und gefühlsvoll und ehrenhaft trainiert. Und jetzt kommt so einer und jetzt gibst du dem das Wissen schon, wo ja weiter ist als, oder? Da fühlen wir uns ein bisschen betupft. Dann schaut er mich an und sagt, ja, das weiss ich schon. Aber weißt du, wenn der Patschandau dann hat, dann hat er alles, dann geht er, dann haben wir ihn los. Dann schaut ich ihn so an und sagt, aha, ja, stimmt. Das ist auch eine Methode, um die Leute loszuwerden. Ja, und dann bist du nicht betupft, dass der dir irgendwie einen schlechten Namen macht oder nicht, dass es nicht kann mit diesen Bartschanden. Dann sagt er, nein, das wissen die alle, dass es ein totes Kung-Fu gibt. Oder? Und das ist halt, dort wird trennt. Es gibt Leute, die trainieren totes Kung-Fu und es gibt Leute, die trainieren lebendiges Kung-Fu. Ja, und das wird, die Leute werden anders behandelt, ja. Wie viele Jahre hast du denn von deinem Lehrer lernen oder anders gesagt, wie ist es dann weitergegangen? Ich dann natürlich stark davon profitiert, dass ich bei ihm daheim gelebt habe und nicht irgendwie in einem Hotel oder in einer Wohnung oder so. Und durch das haben wir natürlich ständig darüber reden und auch wenn wir auswärts mal sind gewesen oder so, aktuell war irgendeine Technik oder eine Strategie, dann hat man natürlich dann darüber weitergeredet. Und so haben wir die ganze Zeit können voll ausschöpfen. Und wenn ich in Taiwan unten war, habe ich mich wirklich nur auf das konzentriert.
Ich bin in der ganzen 10 Jahre bin ich einmal, zweimal dann wirklich ein bisschen umreisen, zum Land ein bisschen anschauen etc. Aber sonst bin ich eigentlich immer vor Ort gewesen, zum Trainieren. Ich habe dann auch angefangen mit der Sprache lernen. Ich habe die 5-Elemente-Küche zusätzlich gelernt auch. Also ich habe mich das ganze Thema ein bisschen hineingeschafft. Und sein medizinisches ist nur dann ein Stückchenweise so mit dem Verlauf der Jahre. Ist bei mir nicht das Thema gewesen, sondern bei mir ist wirklich der Körper wieder richtig können bewegen. Und das habe ich 10 Jahre gemacht, ja. Okay. Und nach 10 Jahren hast du dann, also ich weiss ja nicht, wie das im Wing schon ist, ist dann das System abgeschlossen und es gibt nichts mehr? Oder wie geht es dann weiter nachher? Nein, bei mir ist es natürlich schon darum gegangen, dass erstmal auch, weil ich im Sicherheitsbereich geschafft habe, damit ich habe schauen, auch funktionieren die Sachen. Der Sifu Loman Kam ist Chief Coach von der Taiwan Police. Und durch das bin ich natürlich schnell auch da zu Europa mit diesen Leuten zusammengekommen und habe im Sicherheitsbereich geschafft. Und dort wird natürlich sofort mit Stöcken, mit Messer, mit Schusswaffen umgeschafft auch. Und dann ist das intuitive Reflexschiessen dazugekommen. Da habe ich die Ausbildung gemacht beim Ausbilder vom FBI, der in den 70er Jahren das gemacht hat, der da in Europa alles unter sich hatte. Und im gleichen Zug dann ist das natürlich mit dem Messer, mit dem Dolch sehr aktuell geworden. Die ganzen Stechereien. Und das ist, dort bin ich dann angestanden natürlich in Taiwan mit diesen Waffen. Man hat die Langstockform gemacht, man hat Bajamdao-Formen gemacht, aber wirklich kämpfen, wirklich arbeiten mit Waffen, mit Sticks, nein. Da bin ich dann weiter auf die Suche gegangen, dann habe ich meine Fühler angefangen auszufahren. Weil ich dann einfach realisiert habe, dort ist irgendwo das Ende ein bisschen erreicht. Und dort muss ich mehr Wissen haben. Und da habe ich dann die nächsten 10 Jahre sehr stark angefangen, auf Stöcke und auf Messer anfangen zu spezialisieren. Und das mit dem Grossmeister Patrick Lenz zusammen. Er ist ein Meisterschüler vom Ondo Gaburnei. Das ist das La Punti Arnis de Abanico. Er ist dort der Grossmeister drin. Und habe mich mit ihm zusammengeschlossen. Das heisst, wir haben über 10 Jahre einen sehr intensiven Wissensaustausch gemacht. Und so hat sich dann weiterentwickelt natürlich. Wenn die Handtechniken, das Schießhaus, das Gefühl, die Grundprinzipien, die sind nach 10 Jahren drin gewesen. Im 97 habe ich dann Taiwan, in Anführungszeichen, ein bisschen verlassen und mich mehr dann anfangen zu konzentrieren auf die philippinische Kampfkunst. Wie hat sich das nachher vertreibt? Also wie hat dein Sifu reagiert darauf, dass du weiterziehst? Habt ihr euch nachher aus den Augen verloren? Oder wie ist das nachher weitergegangen? Hat über die Association hat man den Kontakt natürlich immer noch gehabt und bis heute auch. Es ist durch das, dass ich dann in das Niveau reingegangen bin, wo man, wie soll ich sagen, aktiv damit geschafft hat und nicht nur dort auf dem Matten unterrichten, hat sich das natürlich für mich in erster Linie dann ein bisschen anfangen zu trennen. Das heisst, es sind dann wirklich Kriegskünste entstanden, die in den ersten Situationen Mühen verheben. Es geht dort um sehr viel Ernsthaftigkeit. Es geht aber auch darum, dass man etwas tut, befrieden. Das heisst, man tut ja auch deeskalierend arbeiten. Ich habe dort 2-3 Situationen erlebt, wo man dank dem Kung Fu die Leute, das heisst, durch die Wirkung des Kung Fu, die Leute hat können zurückhalten. Und so verhindern, dass die auf einen Einzelnen, der im Unrecht gehandelt hat, in einer Masse losgehen. Also das sind dann schon Situationen, wo sich dann natürlich in der Realität treffen. Und durch das, dass der Sifu Loman Kam aktiv im Krieg war, hat er viel Verständnis für das und kennt das Ganze. Und hat mich natürlich da freier Hand machen lassen, wenn ich gesagt habe, ich löse mich aus dem Unterrichtsbetrieb ein bisschen weg, mehr in die Realität, dann hat er das natürlich in dem Sinn mit unterstützt. Und ich habe da nie ein Problem gehabt mit ihm, deswegen im Gegenteil. Ich habe ja durch dich deinen Meister dürfen kennenlernen, als er ja mal da in Zürich war. Habe ich das Glück gehabt, ihn kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen.
Und das war auch sehr interessant für mich, weil ich ihn ja überhaupt nicht gekannt habe. Und wie ist jetzt das Verhältnis weiterhin mit ihm? Also sind ihr im regen Austausch? Also hast du noch Kontakt oder gar nicht oder wenig? Momentan haben wir eigentlich fast keinen Kontakt. Das heisst, man tut über 2-3 Personen immer mal nachfragen und sich Grüße ausrichten soweit. Aber dass man sich jetzt gegenseitig zum Essen einlässt, ist in den letzten 2 Jahren nicht der Fall gewesen. Weil dann ist er aktiv, ich bin natürlich aktiv. Und dass man sich dann wirklich mal trennt zu einem gegebenen Anlass, sagen wir zu einem Geburtstag oder so, ja, da müsste man sich gegenseitig halt wirklich Zeit nehmen dafür. Und da sind wir jetzt beschäftigt gewesen, beide in den letzten Jahren. Was würdest du jetzt so den Zuschauern mitgeben? Du hast jetzt einen recht langen Werdegang gehabt, Jahrzehnte investiert in die Kunst oder in die Künste. Und die heutige Generation, die heutigen neuen Anfänger, die sind ja manchmal auch so ein bisschen orientierungslos und wissen nicht, wie und wo sie sollen anfangen. Vertrauen dem Lehrer. Das ist mal sicher einer der wichtigsten Grundsätze. Er weiß es besser. Und auf das setze ich. Er bringt mich weiter. Er tut mich fördern. Auch wenn ich mal das Gefühl habe, ich werde schlecht behandelt zum Beispiel. Oder ich werde nicht beachtet. Dann gehe ich dort durch. Das sind alles Phasen, das sind Etappen. Und manchmal ist es nur mit der körperlichen Arbeit nicht getan. Manchmal ist es auch nicht getan damit, dass man jahrelang hilft es, hier schon putzen. Es ist auch nicht getan damit, dass man beim Zeitungssammeln freiwillig mitmacht. Es ist mit dem nicht getan. Es ist mit dem getan, dass man am Lehrer vertraut und der Kunst vertraut. Dass man sich der Kunst hingibt und irgendwann kann an einem Stand sagen, was bin ich bereit, der Kunst zurückzugeben. Das ist jetzt gerade ein sehr schönes Schlusswort gewesen, so von dem Teil, was du jetzt gesagt hast, so, was kann ich zurückgeben? Oder? Das ist ja so ein bisschen das, was man auch in anderen Bereichen hört. Wenn die Leute sehr erfolgreich sind, fangen wir an, was gebe ich retour? Was kann ich der Gesellschaft geben? Was kann ich den Leuten geben? Oder? Das ist ja wirklich eine sehr schöne Formulierung. Das bedingt aber meiner Meinung nach, dass man natürlich zuerst etwas gemacht hat. Dass man auch etwas zurückgeben kann. So zuerst zurückgeben, bevor man etwas hat, ist natürlich schwierig. Auf jeden Fall. Also da investiert man viel Zeit und viel Leidenschaft drin. Nur mit der Leidenschaft kommt man durch die harte Zeit durch. Nicht nur mit dem Willen, da muss Leidenschaft drin. Wir kommen gerade weiter auf das. Ich habe gerade eine Frage, die aus unserem YouTube-Chat kommt. Der Alex tut die für uns schnell reinstellen, bitte. Darfst du schnell? Der Jean-Pierre fragt, Sifu Mike, machst du auch Hungar-Kung-Fu neben dem Wing Chun? Und die zweite Frage, wie viele Stunden trainierst du ungefähr pro Tag? Lieber Jean-Pierre, nein, momentan trainiere ich nicht mit dem Sifu Martin. Wir haben zu wenig Zeit für das, leider. Ich würde das sicher gerne machen. Die Wissensaustausch und mit anderen Stilen. Und ein anderer Stil trainieren ist immer sehr lässig, sehr interessant. Mache ich aber momentan nicht. Und der zweite Teil von der Frage ist bitte nochmal. Das war, wie viele Stunden du pro Tag trainierst. Genau. Also, ich trainiere für mich je nachdem 1,5, 2, 3 Stunden. Dann beim Unterrichten schaue ich, dass ich aktiv bin, auch beim Unterricht. Für mich mindestens 2, 3 Stunden. Das heisst, ich komme jeden Tag mindestens auf meine 5, 6 Stunden und tue dann noch 1 Stunde meditieren oder Mentaltraining machen. Ja, was man deinem Körper ja auch angesehen. Wir haben ja letztens über die Sixpack geredet, wenn ich mich erinnere. So, tatsächlich immer noch Sixpack, oder? Was ja super ist. Ja. Du hast, bevor die Frage vom Jumpy gekommen ist, hast du noch erwähnt, die harte Zeit während der Kung-Fu-Ausbildung. Was ist denn die harte Zeit? Die harte Zeit ist, einige Sachen zurückzustellen. Zum Beispiel am Freitagabend habe ich dann gesagt, ja, da gehe ich nicht in den Ausgang, da gehe ich lieber trainieren. Mir lange am Samstag in den Ausgang gehen. Das ist das eine, wo dann natürlich das Umfeld kommt und sagt, hey, bist du nur noch am Trainieren und hast keine Zeit mehr für uns. Und die fangen dann so ein bisschen an sticheln, wenn man merkt, dass man neu mit ein bisschen mehr Zeit drin investiert als in Kollegen und in Freunde. Das war einmal ein bisschen her, das war ein bisschen Beleidigung auch.
Es war der Verzicht auch auf gesellschaftliche Sachen, sprich auch mit der Freundin, die hat da halt einmal warten. Ich war am Trainieren gewesen, und familiäre Sachen sind auch immer ein bisschen hinten angestanden. Man ist dann oft halt im Ausland, man ist oft nicht daheim, wenn es Familienfester gibt. Und man ist dann dort und man erinnert sich an das, wäre auch gerne dort. Und das macht es dann auch mal so, schon ein bisschen schwierig. Das ist, wenn ich, als ich das erste Mal unten war, kam ein Taifun, eine Regenzeit von 3 Wochen stetig gleichen Regen. Das kennen wir so gar nicht. Bei uns windet es mal rein oder es tut mal ein bisschen weh oder mal ein bisschen weniger. Und es gibt dann so eine Geräuschkulisse im Hintergrund, die 3 Wochen lang einfach die gleiche ist. Und das wird dann psychologisch sehr schwierig, weil die Geräuschkulisse geht nicht weg, die geht jetzt Nacht nicht weg, sie ist am nächsten Tag noch da und am übernächsten Tag ist sie auch noch da. Und ja, das ist dann schwierig, mit solchen Sachen zusätzlich noch umzugehen. Okay. Ich habe wieder eine Frage aus unserem Chat raus. Alex, steht sie wieder für uns? Der Christian fragt, was sind die Unterschiede zwischen Hungar-Kung-Fu und Wing Chun? Nicht nur historisch, sondern vor allem technisch. Also, ich denke, der Unterschied ist vor allem dort drin, dass im Wing Chun wird von Anfang an mit dem Chisau angefangen. Da wird weniger die Aufmerksamkeit auf den Körperaufbau und Körperdynamik gelegt, sondern es ist am Anfang das Verständnis und die Logik vom Gefühl. Das heisst, der Fitness-Aspekt kommt am Anfang eindeutig zu kurz. Da müssen sich die Leute dann selber ein bisschen an der Nase nehmen, weil einfach Zeit im Training fehlt dafür. Oder? Und das ist einer der grössten Unterschiede, der mir aufgefallen ist. Und so nach 3-4 Jahren sind dann die Leute, die mit dem Hungar anfangen, sehr dynamisch, sehr fit. Sie kennen sich aus mit diesen Körperbewegungen auch und haben schon die ganzen Techniken, die ein bisschen Power haben, haben sie bereits drin. Und da stecken die Wing Chun noch völlig in den Kinderschuhen. Da kommt dann von Dynamik und von dieser ganzen inneren Energie und Power noch gar nicht. Das ist also genau der umgekehrte Weg. Da wird zuerst alles, was mit dem Gefühlsaufbau, mit dem Gefühlsverständnis zu tun hat, in Betracht genommen. Und dann kommt es hinterher. Und beim Hungar habe ich dann gesehen, dass die Fortgeschrittenen sehr gut Chisau können, dass das dann die gleichen Techniken, die gleichen Sachen wieder drin sind. Das heisst, irgendwann kreuzt es sich dann wieder. Wenn man es sich dann jahrelang gemacht hat, ist man dann mit dem Körper, kommen dann die Wing Chun Leute dann schon auch ein bisschen hinterher. Aber die müssen sich an der Nase nehmen, muss ich schon sagen. Okay, ich habe schon die nächste Frage, ja, Alex? Fittore fragt, haben du und Sifu Martin Sever schon mal einen Freundschaftskampf gehabt? Und wenn ja, was hat dich am meisten beeindruckt? Das, was mich immer beeindruckt hat am Hungar, das sind der Umgang mit den inneren Energien. Die Spiralkräfte. Das ist etwas, wo sehr ein starker Aspekt drin ist, wo ich sehr wichtig finde, wo mich immer beeindruckt hat. Ich bin dem immer nachgegangen, ich arbeite immer mit dem. Ich bringe meinen Leuten das selbstverständlich auch bei. Es fängt aber erst ein bisschen beim Fortgeschrittenen an, weil dort ein neues Verständnis, der Aufbau, alles muss natürlich ein bisschen stimmen. Und da kann man schnell mal ein bisschen daneben ziehen. Und beim Hungar ist das sehr fundamentiert, ist das sehr schön detailliert aufgebaut und das stimmt schön eins nach dem anderen. Und das hat mich immer begeistert, das hat mir immer sehr gefallen, ja. Du weißt natürlich, was sie wollen hören, oder? Sie wollen jetzt hören, so, ja, wer hat wem auf den Kopf gegeben, oder? Das ist das, was sie hören, oder? Und das behalten wir natürlich brav für uns, oder? Wir sagen nicht, wer nach ein paar Wochen nicht mehr hat können laufen. Nein, alles Quatsch. Wir haben miteinander trainiert. Keiner von uns ist hat irgendeine Verletzung gehabt oder so. Keiner hat gewonnen oder verloren. Das haben wir miteinander probiert. So einfach, um das klarzustellen. Ja, das müssen wir unbedingt wieder mal machen. Ja, auf jeden Fall. Okay, so, im Moment haben wir gar keine Frage. Da können wir eigentlich weitergehen mit meinem Interview an dich. Ja. Wie siehst du heute andere Stile? Also ich weiss, bei uns im Westen, weißt, wenn man von Drachenstil, von Gottesanbeterin-Stil oder Affenstil oder was man immer, oder Joyfat oder was auch immer wir redet, haben wir ja noch nicht so viel Ahnung. Es ist bei uns, vielleicht gerade speziell in der Schweiz, nicht sehr verbreitet. Wie siehst du das heute?
Ich finde, es sind dann natürlich die Stilformen, die über die ganzen Movies, über die Geschichten vom Film zu uns gekommen sind, die haben sich bei uns auch niedergelassen. Die findet man. Und da hat man in gewissen Zeiten mal der eine oder der andere noch gefunden, was es heute nicht mehr gibt. Das ist schon so. Dass, ich denke, zum Beispiel, gerade schauen wir White Crane an, wo ein sehr ein toller Stil ist, wo super alles ist, findet man wenig, ist aber auch wirklich sehr ein gutes Kung-Fu und ist ja sehr nahe, auch wenn man jetzt den Stil anschaut zum Beispiel, wo man könnte sagen, ja, das hat es bei uns, ist das etabliert, warum ist dann das White Crane nicht mitgekommen? Das hat einfach auch zu tun damit, dass die Meister aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren von denen nicht in die Öffentlichkeit, sprich nicht mit Weissen zusammengeschafft haben. Die sind dann oft sind die Stile über die chinesische Kultur, die auf Amerika übergegangen sind, ist dann wieder zu uns übergekommen. Aber von China direkt nach Europa rein, das findet eigentlich erst jetzt ganz langsam, Schritt für Schritt statt. Und das kommt so, wie soll ich sagen, ich habe jetzt auch wieder einen gehabt, der ist verheiratet, dann sind sie in die Schweiz hineingezügelt. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage aufgekommen, ja, mache ich da Kung-Fu, tue ich eine Kung-Fu-Schule eröffnen und so weiter. Und wie wir es alle kennen, bei uns ein Geschäft zu führen, ein Geschäft aufzumachen, ist nicht gerade günstig. Es braucht halt doch diverse Auflagen. Es hat diverse Kontrollmechanismen, wo dann die Leute nicht bereit sind, wirklich mitzumachen. Oder? Und das ist vielleicht ein Mitgrund, dass wir bei uns wenige etablierte, traditionelle Stile haben, wo jetzt nachweisbar, so wie wir zwei, in einer Familie drin sind, wo fundamentiert ist. Ich denke, es liegt ein bisschen an dem. Okay. Du hast jetzt so den Aspekt von Familie erwähnt. Ist der in Wing Chun wichtig? Ich denke schon. Das ist der Familienaspekt. Ich habe gerade letztens mit jemandem darüber geredet und dann habe ich ihm erzählt von meiner Tochter. Und dann sagt er, ja, du hast ein Kind, sagt er, eine Tochter. Und am nächsten Tag schreibt er mir dann eine Nachricht, er hat sich noch Gedanken gemacht über das Gespräch, aber eigentlich sagen doch alles die Schüler, die Langjährigen bei mir in der Schule, das sagen doch eigentlich alles meine Söhne. Und dann habe ich ihm dann zurückgeschrieben, ja, an und für sich hast du recht. So wie ich die behandle, die langjährigen Schüler, und so ein emotionelles Verhältnis, wie ich mit ihnen habe, ist das wirklich so. Und dort muss man sagen, das handelt sich wirklich um eine Familie. Das sind nicht nur Trainingspartner, sondern das sind emotionell gesehen Familienmitglieder. Hast du Mühe, das so zu unterrichten in der Schweiz? Also findest du, die Schweizer haben Mühe oder die Westler haben Mühe, das Familiensystem oder das Familiendenken, wie du es in Taiwan gelernt hast, da bei uns können zu praktizieren? Nein. Die fühlen, dass das korrekt ist. Die brauchen dann einmal zwei, drei Jahre, wo sie sich das anschauen, wo sie das miterleben, sich drin fühlen. Dann kann man auch mal daran zweifeln. Man darf auch mal ein bisschen daran rütteln. Das ist alles erlaubt. Der Nutzen davon, sich das als Ergänzung zu sehen und dementsprechend das so zu nehmen, das machen eigentlich die meisten, die länger dabei sind. Ein anderes Beispiel, mit einem langjährigen Schüler geredet, der sagt, hey, look, durch den Kontakt von meinen Kung-Fu-Brüdern bin ich heute dort, wo ich bin. Die haben mir außerhalb vom Training geholfen und heute bin ich dank diesen zwei, und dann hat mir nochmal einer gesagt, dank diesen drei Leuten bin ich dort, wo ich bin. Und das kommt ja dazu. Das ist nicht nur das Trainieren miteinander. Es ist nicht nur das Essen miteinander. Es ist einander im Leben auch können weiterbringen können, einen Tipp, einen Ratschlag oder einen Kontakt, eine Beziehung vermitteln, die einen dann weiterbringt. Wie ist es für dich mit dieser Ehrenhaftigkeit, mit dem Kriegersein, was ich jetzt nicht meine, dass wir gehen prügeln, sondern mit der inneren Haltung von Krieger sein. Wie kannst du das vermitteln? Ich tue es immer so vermitteln, dass ich sage, die Philosophie muss dort stimmen. Weil der Krieger explizit,
den gibt es nicht. Da müssten wir nicht so lange trainieren. Wenn wir Krieger wirklich werden, hätten wir so Sachen in 2-3 Jahren im Griff. Jemand von uns, die körperbegabt sind und super Feeling schon haben, etc., die können so etwas dann relativ schnell hin. Aber keiner von uns schafft das. Keiner. Das ist, weil uns der Instinkt dafür fehlt. Hätten wir Kriegerinstinkt, würde das anders funktionieren. Also wir müssen es wirklich eintrainieren. Wir müssen unsere Philosophie dazu richten. Sonst macht unser Unbewusstsein uns ständig einen Fehler und der Körper macht wieder etwas anderes, als das wir eigentlich geplant haben. Das kennen wir alle aus dem Training raus. Und da kommt einmal der Jäger raus. Der Jäger, den haben wir im Instinkt. Und das erkläre ich den Leuten halt immer wieder. Die Philosophie dort hinzurichten, dass man sagt, jawohl, ich tue am Kämpfen, wenn es nötig ist. Das ist ein kriegsähnlicher Zustand. Aber deswegen bin ich nicht wirklich ein Krieger. Ein Mann sein, ein Jäger sein, ein Vater sein. Und wenn es nötig ist, können zu kämpfen. Auf jeden Fall. Aber das mit dem Krieger sein, das würde ich mir also gut überlegen. So ein friedvoller Krieger vielleicht, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der friedvolle Krieger, der ist anstrebenswert. Ja. Oder friedvoller Krieger, das klingt gut. Oder? Das klingt super. Würde ich nochmal schnell Alex fragen, haben wir noch eine Frage aus dem Chat raus? Gut. Dann hast du noch ein abschließendes Wort, das du gerne möchtest an unsere Zuschauer richten? Ich würde allen sagen, nutzt die Zeit, besondere Zeiten, erfordern besondere Massnahmen. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um den inneren Schweinehund zu überbrücken. Und den inneren Schweinehund überbrücken durch das stetig etwas machen. Steter Tropfen hüllt den Stein. Und so brechen auch den inneren Schweinehund. Das heißt, wenn ihr jetzt auch nicht immer könnt an euren Trainingsplatz trainieren könnt, dann macht es zuhause, aber macht es regelmäßig, immer. Und dann ist der innere Schweinehund irgendwann weg. Sehr schön formuliert, Sifu Mike Felder. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch mit dir. Und wir würden nachher wechseln und würden zu den Qigong-Übungen gehen. Hast du noch etwas, Alex? Okay. Wir würden zu den Qigong-Übungen gehen, aber das Gespräch mit dir würden wir so dann beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Es ist sehr nett, dass du so auch spontan gerade da eingesprungen bist. Wir haben das gerade gestern Abend erst in den Weg geleitet, aber ich finde, das ist eine sehr schöne Gelegenheit. Wir haben auch eine jahrelange Freundschaft, die uns verbindet. Manchmal haben wir ein bisschen intensiveren Kontakt und dann ist es halt manchmal ein bisschen wieder weiter weg. Aber ich mag mich zum Beispiel gut an deine Geburtstagsfeier erinnern, wo ich in sehr schöner Erinnerung habe, da bei dir damals. Also, ist halt schon ein bisschen her, du bist damals 20 geworden, oder? Ja, genau. Bleiben wir immer 48. 48, ja, genau. Immer 48, genau. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir vielmals. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und bleib noch schnell dran. Wir machen da eh schnell Pause, weil wir müssen eine Kamera umrichten. Dann kann ich dich noch richtig verabschieden. Sind wir raus?
So, ich kann schon die Kamera umändern, mich verabschieden vom Sifu Mike Felder. Wir gehen gerade weiter mit unserem Qigong und anschliessend mit den Kraftübungen. Damit wir wieder so einen guten Einstieg haben ins Qigong, fangen wir wieder ganz simpel an. Wir stehen etwa schulterbreit an. Wir gehen so ganz feine Knie und wir geben den Druck auch so im Boden rein. Also wir drücken wie die Füße auch so ein bisschen im Boden rein drücken. Wir sind hier mit den Fingern zusammen. Atmet ein, atmet aus. Ein, aus. Versuchen, in den Unterbauch zu atmen und vom Unterbauch nachher in die Hände und in die Füße. Und dann wieder retour zum Unterbauch. Mach das schnell ein paar Mal. Also schnell, eher lieber ein bisschen ruhig und relaxed. Das ist der Einstieg ins Qigong. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber wichtig ist halt, dass man es wirklich macht. Der wichtigste Teil ist, dass die Übungen immer länger werden. Es geht nicht darum, dass man möglichst viele verschiedene Übungen macht, sondern dass die Übungen länger und intensiver werden. Darum jetzt üben. Sehr gut. Und die Übung wieder beenden.
das Qi zurück zum Unterbauch. Wie wir gelernt haben, vielleicht leicht nach vorne, um das Bewusstsein wirklich da hin zu tun, in den Unterbauch. Gut. Wenn es richtig gelaufen ist, dann solltest du jetzt so ein bisschen relaxed sein. Du solltest merken, dass Schultern, Nacken entspannt ist. Du solltest merken, dass eine gewisse Ruhe in dir eingekehrt ist. Du solltest eine angenehme Wärme spüren, über den ganzen Körper verteilt. Und es kann auch sein, dass du zum Teil leicht schwitzt. Das ist auch in Ordnung. Wir machen jetzt die Bewegung ein bisschen grösser. Wir gehen hier rauf. Machen den ganzen Weg. Es ist keine Dehnungsübung, das heisst, unsere Beine sind immer noch leicht gebogen. Einatmen auf dem Aufweg. Auch da, das ist keine Dehnungsübung, nicht besonders hindern gehen. Ausatmen auf dem Abweg. Probiert das ein bisschen.
So, wir tun die Übung auch wieder abschliessen. Das Qi zurück zum Unterbauch. Leicht nach vorne lehnen. Das Bewusstsein dort annehmen. Gut, wir kommen zur nächsten Übung. Jetzt, wenn wir atmen, ist es ganz wichtig, dass es sich da ausdehnt und wieder zusammenkommt. So einatmen, der Bauch geht auf, geht raus. Nicht nur in die Richtung, sondern eigentlich so ein bisschen auf alle Richtungen. So, wenn ich einatme, vielleicht am besten die Hand drauflegen, wölbt sich der Bauch nach außen. Wenn ich ausatme, geht er wieder rein. Raus, rein. Tief abatmen. Nicht Schlüsselbeinatmung, nicht mit der Lunge. So, wenn ich die Lunge fühle, dann geht der Bauch rein. Aber ich will noch tiefer runter. Ich will tief runter in meinen Unterbauch. So, ich fühle und der Bauch geht raus. Daran denken, dass es nicht nur nach vorne geht, sondern so rundherum. Probier das mal. Thank you.
Und auch da die Übung wieder abschliessen, das Qi da unten konzentrieren. Es würde mich jetzt schaurig interessieren, ob das dir, bei dir funktioniert hat, ob du das spürst, ob du das kannst mit dieser Wölbung. Einatmen, der Bauch kommt innen raus, füllt sich von unten her nach oben. Du kannst das auch vielleicht so ein bisschen als kleinen Hack. Du kannst das auch machen mit einem Gurt oder mit einem Gummiband, dass du da das Band umtust und so schaust, habe ich Druck? Tue ich da expandieren oder nicht? Geht das raus oder nicht? Nicht da oben, sondern da Bauch. So, das ist so die Idee dahinter. Wir gehen zur nächsten Übung. Da gehen wir in eine höhere Pfeil- und Bogenstellung. Wir nehmen die linke Hand vor, atmen ein. Kreisbewegung. Daran denken, einatmen, meint, der Bauch füllt sich. Ausatmen. Die zweite Hand, die lässt hier parkiert. Probieren, Konzentration auf dem Unterbauch. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Die Stellung nicht super tief, aber so, dass es eine Pfeil- und Bogenstellung ist. Kreisbewegung, die Lunge füllt sich, Bauch ist draussen. Druck geben in die Hand und in die Füße. Das Qi verteilen im Körper. Wieder einatmen, wieder zurück zum Unterbauch und so weiter. Probier das mal. So, sehr gut. Wir gehen auf die andere Seite, machen das mit der rechten Hand.
einatmen. Einatmen, Bauch füllt sich. Ausatmen. Gerade probieren. Sehr gut. Auch hier die Übung wieder abschliessen. Das Qi zurück zum Unterbauch. So, du solltest jetzt das mit der Atmung gelernt haben. Also einatmen, der Bauch füllt sich. Ausatmen, der Bauch leert sich, geht nach innen. Das ist nur sinnbildlich natürlich, dass der Bauch sich füllt. Die Luft geht nicht bis zur Tabe. Aber so ein bisschen zur Vorstellungskraft, dass du das wirklich so machst. Mit dem vollen Bauch verteilst du nachher ein Qi in deine Hände und in deine Füße. So, wir sind für heute bereits am Schluss der heutigen Lektion und am Kung Fu Talk. Der Kung Fu Talk, der unser neues Format ist, hat ein bisschen länger gebraucht, als wir gedacht haben. Es war so interessant mit dem Sifu Mike Felder und seiner Erfahrung und seiner Geschichte, die er da mit uns geteilt hat, dass wir da heute einen Punkt machen. Denk aber daran, Krafttraining ist wichtig. Du kennst die Übungen mittlerweile. Du kannst Liegestütze machen, Rumpfbeugen machen, Rückenübungen machen. So all diese Sachen. Du kannst das jetzt allein für dich schnell machen. Das ist kein Problem. Ich verabschiede mich von euch. Danke vielmals fürs Zuhören. Mir hat es mega viel Spass gemacht. Auch mit meinem guten Freund, Sifu Mike Felder. Auch da nochmal herzlichen Dank an dich, Mike. Und euch allen einen wunderschönen Abend. Danke vielmals. Gute Zeit für euch.